Feiern Sie mit uns das 32. Grimmer Stadtfest, hieß der Aufruf des Gewerbevereins Grimmer. Diese Einladung folgten am Wochenende vom 22. bis 24. September zahlreiche Menschen, die ein vielfältiges Programm erleben wollten. Zum Shoppen und Schlemmen mit einem Programm auf 4 Bühnen wurde zwischen dem Volkshausplatz und dem Leipziger Platz geladen. Wir wünschen uns natürlich von Ihnen und euch, uns selbst, unseren Gästen und natürlich auch unseren Freunden und Nachbarn hier ganz tolle 3 Tage in Grimmer. Wollen jetzt auch ganz gleich, also jeden Moment einsteigen hier mit dem Freitagabendprogramm und erklären hiermit das 32. Grimmer Stadtfest als eröffnet! Bereits vor der Eröffnung erfolgte traditionell der Lampion-Umzug, der auch in diesem Jahr besonders für die Kleinen wieder ein großes Highlight war. Bis in die tiefen Abendstunden wurden dann die Bühnen gerockt, wie hier auf der Hauptbühne am Markt. Die Straßen waren das gesamte Wochenende über gut gefüllt. Überall boten sich die Möglichkeiten zum Schlendern, Verweilen und Shoppen. Ein weiteres Highlight in diesem Jahr war der Mittelaltermarkt, der in der Lorenzstraße die Zeit zurückdrehen ließ. In längst vergangenen Zeiten übernahmen die Ritter das Geschehen. Unter anderem stellten die Damen im Bogenturnier ihr Können unter Beweis und die Handwerker zeigten ihre Kunst. Bis in die Abendstunden gab es hier vieles zu erleben, von Musik bis Feuershow. Ein ganz neues Erlebnis beim 32. Grimmer Stadtfest. Because a cat's the only cat who knows where it's at. Everybody's picking up on that feline beat. Cause everything else is obsolete. A square with a hole makes you wish you weren't born every time he plays. Neben dem mittelalterlichen Handwerk gab es auch aktuelles Handwerk zu bestaunen. Die Handwerkerstraße bot dazu Einblick. Neben dieser galten die thematischen Straßenwidmungen auch den Händler- und Autohäusern, der Genuss- und Duftmeile oder der Vereinsstraße. Grimmer und Umland hat ein vielfältiges Vereinsleben zu bieten, welches sich hier auf dem Stadtfest rege präsentierte. Die Flurballer zog es zum Fernsehen, wo sie ihr Können nicht nur in den TV-Berichten zur Schau stellten, sondern dieses auch an den Nachwuchs und Interessierte weitergaben. Dauerhafter Andrang galt dem Markt, dem Zentrum des Geschehens. Hier wurde das gesamte Wochenende über ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm geboten. Von den 80ern ging es über die Happy Junior Band, Modenschau, Auftritten der Nachwuchstalente der Musik- und Kunstschule des Landkreises Leipzig hin zu weiteren musikalischen und kulturellen Acts, die den Besuchern ordentlich einheizten. Wer es gemütlicher mag, der konnte auf der anderen Seite der langen Straße auf dem Leipziger Platz entspannteren Klängen lauschen. Bei bestem Wetter ließen sich so von mittags bis tief in die Nacht 3 abwechslungs- und erlebnisreiche Tage in der Altstadt von Grimmer genießen. Ein traditioneller Abschluss des Septembers zum letzten Wochenende ging damit wieder erfolgreich über die Bühne.